Hallo, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück zu der 97. Episode von Maniac Mansion Mania mit den Tollhaus-Weihnachten. Und ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Einen kleinen Hinweis noch, ich spiele das Spiel ohne Hintergrundmusik, damit ich es im Nachhinein besser zusammenmischen kann. Deswegen einen großen Dank an Cone Arix, ich hoffe, ich habe seinen Nickname richtig ausgesprochen, der mir diesen Tipp gegeben hat. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Also, in der letzten Folge war es so gewesen, dass der Lila Meteor zurückgekommen ist, um seine Schandtaten auszurichten oder auszuüben. Und er hat unter anderem Ed unter seine Kontrolle gebracht mit seinem Mindbending. Und er war so böse, er hat sogar die Geschenke geklaut. Und wir werden jetzt als Edel, als die Großmutter von Ed, versuchen, ihm in die Suppe zu spucken. Ich hoffe aber allerdings nicht wortwörtlich. Naja, gut, schauen wir mal, was wir machen können. Also, wir schauen uns erstmal den lila Schleim an. Das ist der Schleim von dem bösen Meteor. Können wir es mitnehmen? Bestimmt nicht. Den Schleim will ich nicht einfach so in die Hand nehmen. Ich hoffe, das ist für euch okay, wenn ich sie so spreche, weil sie ist ein bisschen so tattrig. Was ist das hier, tattrig? Sie ist auf jeden Fall eine ältere Dame, ne? Also, so, können wir mit Ed nochmal reden? Oder wir schauen uns den mal genauer an. Das ist mein Enkel, Ed. Er steht unter dem Einfluss des Meteors. Der arme Ed. Ed, was hat der Meteor mit dir gemacht? Mit dir rede ich nicht. Ich rede nur mit dem Meteor. Ja, das hat er beim letzten Mal auch schon die ganze Zeit gesagt. Ja, dann würde ich mir sagen, können wir endlich diese Steinkugel mal mitnehmen? Eine Steinkugel hängt am Weihnachtsbaum. Okay, ich stecke sie ein. Super. Und die Steinkugel sieht echt ein bisschen aus wie der Meteor selbst. Lustig. So, gucken wir uns den Baum weiterhin an. Wenigstens hat uns der Meteor den Weihnachtsbaum gelassen. Ja, schwacher Trost. Können wir hier rein? Die Tür ist abgeschlossen. Okay, können wir durch das Fenster erstmal rausschauen? Der Meteor hat das Fenster kaputt gemacht. So, kann ich das Fenster denn benutzen? Es ist so kalt draußen, um hinauszugehen. Ich brauche erst wärme Kleidung, bevor ich den Meteor hinterherjagen kann. So ein warmer Mantel, wie Ed ihn trägt, wäre gut. Frage ist, könnten wir ihm den Mantel abnehmen? Wir versuchen es nochmal. Nö, okay. Ed, gib mir deinen Mantel. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nur auf dem Meteor höre ich. So, okay. Das heißt, wir müssen... Können wir ihn denn K.O. schlagen? Guck mal, Ed. Hier, der Meteor. Das ist nicht der Meteor. Diesem Stein fehlt der lila Schleim. Alles klar. Ich hatte ja eben gerade gesagt, der Stein sieht echt so ähnlich aus wie der Meteor selbst. Also, ja, okay. Ich tunke die Steinkugel in den Schleim. So, okay, dann nochmal. Guck mal, Ed, hier der Meteor. Das ist nicht der Meteor. Er würde schweben und nicht von deiner Hand gehalten werden. Ich halte ihn doch gar nicht in der Hand. Er hängt nur an einer Schnur. Ups. Dann kann es erst recht nicht der Meteor sein, du dumme Nuss. Mist, Ed fällt so nicht darauf rein. Ich sollte diesen Stein irgendwo anders aufhängen. Na, da habe ich schon eine Idee. Wofür haben wir denn hier den Kerzenleuchter? So, warte mal. Ich hänge die Steinkugel mit Schleim an den Kronleuchter. So, okay. Dann nochmal. Ed, hinter dir, der Meteor. Was? Das ist der Meteor, aber wieso ist er so klein? Weil er weit weg ist. Ach so, deswegen höre ich ihn wohl auch nicht. Was, ja. Richtig, ich höre ihn aber. Soll ich dir sagen, was er befiehlt? Ja, bitte, mach das. Okay, er sagt... Oh Gott, das sollst du die dumm sagen, auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, er soll uns einfach den Mantel geben. Du sollst Edel deinen Mantel geben. Okay. Hier, bitte. Da hast du den Mantel, Edel. Und jetzt, Meteor?
Am besten sehe ich den Mantel gleich an. Ob ihr das auch... Oh, das passt jetzt sogar. Okay. Ja. Der Mantel ist schön warm. Jetzt kann ich nach draußen. Meteor, was soll ich jetzt tun? Du sollst alle Geschenke wiederholen. Ich weiß doch gar nicht, wo die Geschenke sind. Sag mir, wo sie sind, Meteor, dann hole ich sie. Ach, vergiss es. Hat das der Meteor gesagt? Ja, ja. Du sollst dumm die dumm sagen. Dumm die dumm. Er sagt nichts mehr. Oh, wie schade. Okay, ich denke, hier haben wir soweit auch nichts mehr, was wir mitnehmen könnten. Aber ich schaue mich trotzdem mal hier um. Können wir denn hier weiter? Die Tür ist verriegelt. Grün muss vorhin die Tür zugesperrt haben. Der Dussel. So. Das Radio? Ein altes Radio. Können wir es öffnen? Ich gehe nicht mal mit Sesam öffnen. Es geht nicht mal mit Sesam. Öffne dich auf. Okay, ansonsten... Das Fenster ist so dreckig, dass man so gut wie gar nicht durchschauen kann. Mein Schwiegersohn könnte ruhig auch mal in diesem Haushalt helfen und Fenster putzen. Diese faule Socke, der immer ständig nur an seinen Experimenten interessiert ist. So, okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Ich habe einen warmen Mantel an. Jetzt kann ich hinausgehen. Pass auf, Meteor, die Edel kommt! Hier ist eine Schleimspur, wahrscheinlich vom Meteor. Ich werde ihr folgen. Hier geht sie weiter. Die Schleimspur führt vom Haus weg und geht in die Wildnis. Wo will dieser Schleimball denn hin? Ich werde ihm weiter folgen. Oh. Das war ein ganz schön langer Weg bis hierhin. Die Schleimspur geht auch hier zu Ende. Wo bin ich hier überhaupt? Wo soll ich die Sachen ablegen? Einfach in die Ecke da. Da ist doch wer in diesem, Gebäude? Ich habe die Geschenke hier hingelegt. Ist das okay, Mr. Meteor, Sir? Ja, das ist gut. Wer bist du denn? Anu, das ist Edel. Wer ist Edel? Sie ist die Mutter von Eds Mutter. Aha, und was machst du hier? Rücke mir nicht so auf die Pelle. Was machst du hier, habe ich gefragt. Bring die Geschenke wieder zurück, du Dieb, und mache Ed wieder in Ordnung. Nein, mache ich nicht. Machst du doch. Nein, mache ich nicht. Machst du doch. Das wird mir jetzt zu bunt. Ich werde dich jetzt auch mindbenden. Jetzt gehorche meinem Befehl. Aua, sag mal, spinnst du? Das tat weh. Gehorche meinem Befehl. Nein, warum sollte ich? Du hast das Mindbending abbekommen, natürlich. Na und? Mir doch egal. Gib mir die Geschenke zurück. Ich probiere es noch einmal. Hör auf damit, das tut wirklich weh. Gehorche meinem Befehl, verdammt nochmal. Nein, immer noch nicht. Warum funktioniert es bei dir nicht? Vielleicht ist Ethel geistig zu stark oder ihre alte Lederhaut ist nicht durchlässig für die Mindbending-Geschichte. Was mache ich jetzt mit ihr? Ach, ich sperre dich hier ein, damit du mir nicht in die Quere kommen kannst. Komm, Purpur, wir gehen. Und nun schließe die Götter... mach die Tür einfach zu. Ist die Tür auch richtig zu? Ja, die ist zu, Mensch. Edel bekommt die nicht alleine wieder auf. Sehr gut. Ich hätte aber gerne die Geschenke ausgepackt, bin neugierig, was drin ist. Die Geschenke sind alle leer. Was? Das glaube ich nicht.
Doch, 20 Jahre habe ich immer die Geschenke geklaut. Und nur die ersten 3 Jahren, also nur in den ersten 3 Jahren war das ganze Zeug da drin gewesen. Danach waren die Geschenke immer leer gewesen. Ach was, und warum klaust du sie dann immer noch? Aus Tradition. Ist doch schließlich Weihnachten. Jetzt aber zurück zur Villa, ich will noch eine Welt erobern. Natürlich, Sir Meteor, Sir. Na toll, jetzt bin ich hier eingesperrt. Wie komme ich hier wieder raus? Spannende Frage. Ich habe mir noch den Mantel nicht genau angeschaut, oder? Ziehe Weihnachtsmantel trotz Kälte aus. Nein, das möchte ich nicht. Lass mal gucken. Ein schöner, warmer Weihnachtsmantel. Okay, hätte ja sein können, dass da was drin ist. So, jetzt schauen wir uns hier mal um. Das ist übrigens ja die Familiengruft der Edisons, soweit ich mich erinnere. Die kommt ja bei Maniac Mansion Begins vor. Auch ein sehr tolles Spiel übrigens von Mr. L. Das werde ich auch irgendwann für euch spielen. Aber das sei nebenbei bemerkt. So, schauen wir uns das doch mal an. Da ist ein Loch in der Wand. Es scheint aber nicht nach draußen zu führen. Na, das ist ja blöd. So, und dann haben wir hier die Socken. Einmal die grüne Socke. Eine grüne alte Socke. Nanu, da drin ist ja Eds Hamster. Ich nehme Eds Liebling mal mit. Ach, du kleine süße Hamster. Eds süßer kleiner Hamster. So, dann schauen wir uns die andere Socke mal an. Die blaue Socke stinkt nach Käse. Ist auch kein Wunder, in der Socke sind ja auch lauter Käsestücke drin. Ich nehme mir ein Stück Käse mit. Okay, alles klar. So. Ein Stück stinkender Käse. Vermutlich Gouda, keine Ahnung. Dann haben wir hier ein Plakat vom Meteor. Darauf steht, gesucht wird der mörderische, schleimige, lila Meteor. Wenn Sie ihn gesehen haben, rufen Sie uns an. Also die Meteorpolizei an und senden Sie ein lila Leuchtsignal in den Himmel. Die Meteorpolizei ist dann sofort bei Ihnen. Okay, da liegen die Geschenke. Können wir das Plakat mal mitnehmen? Ja, können wir. Das Plakat ist auch... Hä? Das Plakat ist aus dicker Pappe gefertigt. Ah, okay. Pappplakat. So, dann haben wir hier die Geschenke. Das sind die Geschenke, die der Meteor gestohlen hat. Können wir die mitnehmen? Ich nehme die Geschenke mit. Ist doch selbstverständlich, deswegen bin ich doch hier. So, und dann haben wir hier das Geschenkpapier liegen. Ah, da ist auch ein Schriftzeichen. Okay, gucken wir uns gleich mal an. Ein ganzer Haufen von benutztem Geschenkpapier. So, gucken wir mal. Dann nehme ich mal den Papierhaufen an mich. Oh, unter dem Geschenkpapier hat sich eine Truhe versteckt. Oh, cool. So, aber erstmal schauen wir uns dieses Schriftzeichen hier an. An der Wand sind mystische Schriftzeichen. Allerdings sind da auch normale Buchstaben, die Symbole wohl beschreiben. Ja, es ist eine Übersetzung von mystischen Schriftzeichen. Ja, kannst du auch sagen, was da draufsteht? Okay. Benutzen wir die mal. Das kann man, Frau, nicht benutzen. Okay. Gut, und hier haben wir einmal die Truhe. Ich hoffe, die ist offen. Erstmal anschauen. Es ist eine alte Truhe. Und ich wette... Ja, die Truhe ist verschlossen. War ja klar. Ich bekomme sie nicht auf ohne den richtigen Schlüssel. Okay. Und hier haben wir noch das... Haben wir noch die Gittertür? Eine Gittertür, die mich hier gefangen hält. Ja, blöd. Und da ist eine Seillasche, okay. Eine Seillasche hängt von der Decke. Es sieht so aus, als wäre da oben eine Luke. Und da blinkt etwas, das scheint eine Art Perle zu sein. Da oben glitzert etwas, es könnte ein kleiner Schlüssel sein. Oder so. Ich habe da eine Idee, könnten wir den Käse da oben platzieren? Ich werfe den Käse da nach oben. Oh, schade, ich hätte gehofft, dass der Käse das leuchtende Ding herunterschafft. Das wäre auch zu schön gewesen. Aber wir sehen hier, da ist ja auch so ein Mauseloch und ich habe da auch schon eine Idee, was wir tun können. Ja, machen wir es einfach mal. Na, Hamsterchen, magst du in die Höhle gehen? Ja, das tut er gerne, weil er vor allem den Käse riecht. Ah, die beiden Löcher sind also miteinander verbunden. Na, das hat dir geschmeckt, oder? Und nun werf mir das blinkende Ding herunter.
Ding, Ding. Na los, mach schon. Oder komm herunter und bring es mit. Mist, er macht es nicht. Wie bekomme ich nun das leuchtende Etwas? Ich glaube, da ist noch etwas Käse drin. Eine blaue, nach Käse stinkende Socke. Genau. So, vielleicht dann die Lasche. Okay, hätte ja sein können. Unten vielleicht. Entschuldigung. Guck mal, noch ein Stück Käse. War klar, jetzt hat er das Ding nicht mitgenommen. Das ist blöd. Aber Hauptsache, es schmeckt ihm. Leider hat er das leuchtende Ding nicht mitgebracht. Vielleicht. Nein, das kann ich da nicht draufwerfen. Oder vielleicht die Socke selber? Ne, dann nimmst du nur den Käse mit. Wir haben hier diese Lasche. Was ist denn damit? Können wir die überhaupt nehmen? Ich glaube nicht. Weil sie ist zu weit oben. Sie hängt so hoch, ich komme nicht dran. Aber ich habe eine Idee, wir haben doch die Truhe. Könnten wir die wenigstens verschieben? Die Truhe ist mir viel zu schwer. Ach, vielleicht die Geschenke. Warte mal. Das mache ich nicht. Ach Mann, Edel, stell dich nicht so an. Wir wollen hier raus. Vielleicht. Nö. Da komme ich damit auch nicht ran, ne? Nein. Ich würde es nur werfen. Was hat es mit den Schriftzeichen auf sich? Kann man die denn drücken? Ich könnte auch meinen Schwiegersohn drücken. Das würde mir genauso wenig weiterhelfen. Gut, verstehe. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen. Gibt es denn hier noch irgendetwas, was wir übersehen haben könnten? Ich probiere mal ein bisschen nebenbei. Warte mal, können wir den Mantel ausziehen? Solange ich in der Kälte bin, ziehe ich den Mantel nicht aus. Ich will doch nicht erfrieren. Okay, ist auch verständlich. Bisschen blöd ist das jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin. Also wir können es auch nicht rauftun, ne? Können wir es denn ziehen? Ich habe es ja nicht probiert. Drücken. Also gedrückt habe ich zwar vorher auch schon, aber gezogen habe ich das Ding noch nicht. So, vielleicht öffne? Nein. Aber irgendwas müssen wir doch damit machen. Eine Übersetzung von mystischen Zeichen. Für was denn? Ist die Frage. Das ist jetzt echt ein bisschen schwieriger. Also, was wir machen müssten, ist ja, wir müssten ja den Hamster dazu verleiten, an den Schlüssel ranzugehen oder den Schlüssel zu nehmen. Und ich denke, das könnten wir mit der Lasche machen, aber wir sind zu weit unten. Vielleicht. Nee, macht sie auch nicht. Das wird auch nicht funktionieren, das weiß ich jetzt schon, genau. Ach, komm. Okay, vielleicht ist da noch beim Pappplakat noch was. Ein Plakat aus dicker Pappe, auf dem steht. Genau, das hatten wir schon. Kümmer ist denn. Ich will das Pappplakat nicht zerreißen. Oder drücken. Ich will das Pappplakat nicht zusammenknüllen. Okay, können wir denn die Geschenke öffnen? Ich kann doch nicht einfach die Geschenke öffnen. Es ist noch nicht Weihnachten und die Geschenke sind auch nicht alle für mich. Andererseits könnte mir der eine oder andere Inhalt weiterhelfen, hier wieder rauszukommen. Ich packe die Geschenke jetzt aus. Es ist eben eine Notlage. Die ersten vier Geschenke sind die ersten vier Geschenke sind von mir an meine reizende Familie. Dieses hier ist für Edna. Da ist eine Wärmerotlichtlampe drin für ihren beanspruchten Rücken. Achso, okay.
Wobei sie den Rücken so beansprucht, weiß ich allerdings nicht. Was? Ach, egal. In diesem Geschenk ist ein Zippo-Feuerzeug verpackt. Es ist für Ed, ein junger, cooler Kerl, wie er braucht sowas. Also, hä? Ist auch ein bisschen komisch geschrieben, wie ich finde, aber okay. Das nächste Paket ist für das Baby. Ich habe ihm Babyphone geschenkt. Das letzte Geschenk von mir ist für Fred. Ich habe ihm ein altes, offenes, klebriges Honigglas mitgebracht. Das hat er mal mir geschenkt, jetzt bekommt er seinen Müll wieder. Die restlichen Geschenke fühlen sich so leicht an. Kein Wunder, dieses hier ist leer. Im nächsten ist auch nichts drin. Und wie sollte es anders sein? In den beiden letzten Geschenken war auch nur Luft. Wieso packt meine Familie nur leere Geschenke unter dem Weihnachtsbaum? Die sind nicht normal, sage ich euch. So, okay. Das ist gut, jetzt haben wir noch weitere Sachen mit drinne. Und ich glaube, ich habe da auch schon eine Idee. Wir könnten den Honig, der ist ja klebrig, mit dem Käse benutzen. Nee, können wir nicht. Aber vielleicht können wir das ja... Nee, können wir auch nicht. Super. So, überlegen wir mal. Entschuldigung. Wir haben einmal die Wärmelampe. Eine Rotlicht-Wärmelampe für das Rücken. Okay. Dann das Feuerzeug. Ein Zippo-Feuerzeug. Ich habe es für Ed gekauft. Ich wollte schon fast sagen geklaut, ne? Zwei Babyphones. Oder Babyphone. Stimmt. Ein offenes Glas mit altem klebrigen Honig für meinen geliebten Schwiegersohn. Ja, ja. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Können wir vielleicht... Das mache ich nicht. Nein, das war auch klar. Auch nicht. Auch nicht. Das bringt mich bislang gar nicht weiter. Also, das Papier würde zwar gut brennen, aber nicht in meinem Inventar. Okay. Müssen wir nur gucken, wo wir es aufstellen können später. Nein, das werfe ich nicht ins untere Loch. Vielleicht ins obere Loch? Nein, das werfe ich nicht ins obere Loch. Ja, gut. Ich habe jetzt bloß keine Idee. Vielleicht können wir es erwärmen. Nein, das will ich nicht mit Honig einschmieren. Okay. Zünden soll. Also eigentlich wüsste ich jetzt wirklich nicht, was ich damit anfangen soll. Außer, dass man versuchen könnte, den Schlüssel klebrig zu machen, damit das Ding an dem Hamster klebt. Aber... Oder warte mal, anders. Ich bespiere Eds Hamster mit dem klebrigen Honig. Ja, genau. Der Honig ist jetzt alle. Zuckersüßer kleiner Hamster. So, jetzt schicken wir den nochmal los. Ach nein, stimmt, wir haben den Käse vergessen. Na, Hamsterchen, magst du in die Höhle gehen? Hat wohl keine Lust. Ja, er muss ja auch erstmal motiviert werden. Er braucht wohl einen Anreiz, um hineinzugehen, genau. So, dann nochmal hoch damit. Ich werfe den Käse nach oben. So, dann schicken wir den Hamster nochmal los. Na, Hamsterchen, magst du in die Höhle gehen? Ich sag den Satz so gerne. Na, das hat dir geschmeckt. Ich glaube, das blinkende Ding klebt an seinem Honigfell. Na los, komm wieder zu Oma. Komm schon. So. Ja, genau. Wir müssen erstmal wieder Käse rausholen. Und... Guck mal, noch ein Stück Käse. Na gut, ich komm runter. Na, hast du mir das leuchtende Ding mitgebracht? Ja, in seinem Fell klebt ein kleiner leuchtender Schlüssel. Den nehme ich an mich. Sehr gut. Ein kleiner leuchtender Schlüssel. Und ich glaube, die ist für die Truhe gedacht. So, schauen wir mal. Der Schlüssel passt. Tada! Die Truhe ist offen, aber der Schlüssel ist im Schloss stecken geblieben. Ist aber egal.
Ich frage mich allerdings, wie der Schlüssel überhaupt hier hochgekommen ist. Na egal. So, dann schauen wir uns den Inhalt mal genauer an. Die Truhe ist voll mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Es sind wohl alte Geschenke, die der Meteor vor Jahren gestohlen hatte. Was haben wir denn alles? Ein Rettungsreifen. Der war wohl seinerzeit für Ed gedacht, weil er als Kind nicht schwimmen konnte. Kann Ed jetzt schon überhaupt schwimmen? Egal, weiter im Text. Eine Puderdose mit blauem Puder. Das war wahrscheinlich für mein Töchterchen, als sie sich noch für den ollen Fred hübsch gemacht hatte. Was ist das? Eine Superbatterie. Die hat Fred sich bestimmt damals selber schenken wollen. Leider ist sie nicht aufgeladen. Ein gelber Strahlenschutzanzug, allerdings ist kein Helm dabei. Der Helm sollte wohl später nachgeschenkt werden. Ein Benzinkanister. Es ist aber nur Benzin für Kettensägen. Na, war klar. Oh, eine alte Schriftrolle, die war bestimmt für Ted gewesen. Und zum Schluss liegt hier noch ein Lukenöffner in der Truhe. War wohl als Geschenk an die ganze Familie gedacht. Jetzt ist die Truhe leer. Gut, dann schauen wir uns mal die Sachen mal an. Also da ist erstmal der Rettungsreifen. Ein ganz normaler Rettungsreifen. Dann die Puderdose. Es ist ein Puderdöschen mit blauem Puder. Dann die Superbatterie, die wir aus Day of the Tentacle ja kennen. Eine Superbatterie. Leider ist sie entladen. Dann ein Strahlenschutzanzug. Ein gefütterter Strahlenschutzanzug. Es fehlt aber der Helm. Wahrscheinlich müssen wir den Helm noch basteln. Und dann der Benzinkanister, der legendäre. Hier steht nur für Kettensägen. Und dann haben wir noch die Schriftrolle. Ah, okay. Es ist eine alte Schriftrolle mit mystischen Symbolen. Ich kann es leider nicht lesen, was da steht. So, und dann noch den Lukenöffner. Ein Lukenöffner. Der darf in einer guten Episode nicht fehlen. So, und ich habe da schon eine Idee. Erstmal benutzen wir die Schriftrolle mit den Schriftzeichen. Die Symbole in der Schriftrolle sind dieselben wie an der Wand. Jetzt kann ich die Schrift übersetzen. Mal schauen. Ja, aha, okay. Gnik sisi fle. Oh. Holla, das sind ja mächtige Worte. Sie lassen draußen Blitze entstehen. Wahnsinn. Das sind dieselben Worte, die man aus Zack McCracken in the Alien beim Benders kennt, wenn man den gelben Kristall wiederherstellen möchte. So, und ich würde mal sagen, wir benutzen jetzt den Lukenöffner mit der Seilasche. Oh, und es ist sogar eine Leiter. Oh, toll! Jetzt kann ich auf das Dach gehen. Super, was ist das? Ach, das ist Schnee. Okay, was frage ich da eigentlich? Okay, die Leiter. Eine Leiter, sie führt auf das Dach. So, okay, benutzen wir es mal. So, okay. Und da haben wir ein Podest, alles klar. Eine Podest steht hier rum, ein Podest. Es hat ein Loch in der Mitte. Ein Loch in der Mitte, so. Woran erinnert uns das? Ich würde mal sagen, ich benutze hier den Lukenöffner. Ich stecke den Lukenöffner in das Loch. Genau. Dann haben wir doch Geschenkpapier, oder? Können wir das benutzen? Das will ich nicht mit dem Lukenöffner benutzen, okay. Aber ich glaube... Wir brauchen auf jeden Fall etwas, was wir dran setzen können. Ich habe doch einen warmen Mantel an. Ja. Jedenfalls, wir benutzen mal die Superbatterie hier. Genau. Und jetzt brauchen wir etwas... Oder reicht das schon? Wir versuchen das mal. Gnick, Sisi, Flee! Schade, der Blitz hat die Superbatterie nicht getroffen. Ich muss sie höher platzieren. Okay, dann müssen wir... Gucken wir mal, ob wir das dann hier... Okay, ich nehme zuerst den Lukenöffner wieder an mich. Klemme die Superbatterie an den Haken und stecke es wieder in das Loch. Super. Okay, dann nochmal. Knick, Sisi, Flee! Oha. Meine Schriftrolle ist auf einmal in Flammen aufgegangen. Das war wohl ein sehr mächtiger Zauber. So, okay, dann haben wir einmal hier die Superbatterie.
die jetzt aufgeladen ist, genau. Eine Superbatterie. Sie ist voll aufgeladen. Sehr schön. So, dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Sternenklare Nacht. Keine Wolken mehr am Himmel, obwohl es vorhin noch geschneit hat. Allerdings frage ich mich, wo die Blitze dann herkommen. Bestimmt eine außerirdische Macht. Dann unten vor der Burg. Es sind rund 5 Meter von hier oben nach unten. Na, runterspringen ist also keine gute Option. Dann haben wir einmal den Mond. Der Mond. Ist der nicht schön? Oh ja. Nachts auf jeden Fall. So, und dann haben wir hier einmal noch die Villa. Die Villa meiner Familie ist ganz schön weit entfernt. Ja, das war schon eine kleine Wanderung gewesen. So, okay. Dann gehen wir wieder nach unten. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich überlege gerade. Was hat uns das eigentlich gebracht? Bestimmt brauchen wir die Superbatterie für die Babyphone, ne? Nein, die Babyphone haben noch funktionierende Batterien. Okay. Dann halt nicht. Vielleicht für die Wärmelampe. Stimmt. Das könnte vielleicht... Ich brauche jetzt kein rotes, wärmendes Licht. Okay. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was wir nachher damit machen müssen. Wir müssen nachher doch einen Lichtstrahl absetzen. Ich frage mich allerdings... Nee, kein lila Schleim. Wir hätten das sonst mit... Oder warte mal, anders. Es ist zwar blaues Geschenkpapier vorhanden, aber das Papier ist von der Innenseite schwarz beschichtet. Da kommt kein Licht durch. Ach. Vielleicht mit der Puderdose? Ich schmiere mal das blaue Puder auf die rote Birne von der Wärmelampe. Genau. Das Puder bleibt tatsächlich an der Lampe kleben. Jetzt habe ich eine lila Lampe. Genau, warte mal. Und jetzt habe ich eine Idee. Entschuldigung, dass ich da immer hin und her gelaufen bin. Jetzt könnten wir das doch hier hinstellen. Ich stelle die lila Lampe auf dem Podest ab. So, dann die Superbatterie. Genau, dann müssen wir das doch jetzt angeschlossen haben, behaupte ich mal. Und jetzt benutzen wir doch die Lampe. Ich muss die Wärmelampe mit einer Energiequelle verbinden, sonst leuchtet sie nicht. Ich habe doch extra die Superbatterie dahin platziert. Ah, das ist ja echt ein bisschen... Nochmal, so. Und dann... Okay, ich richte noch die Wärmelampe gegen Himmel aus. Und verbinde sie mit der Superbatterie. Der Stecker passt. Holla, ist das hell. Hoffentlich bekomme ich jetzt Hilfe wegen dem Meteor. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Ho, 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 ho. Ich meine...